Hey, lieben Leute, willkommen zurück zu Odela. Wir sind jetzt ein bisschen weiter, beziehungsweise ich habe jetzt mal mir ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, weil ich habe ja schon das gute Ende gezeigt und jetzt zeige ich noch das zweite Ende. Ich weiß nicht, was das für eins ist, aber das Schlechte wird es nicht sein, wenn wir jetzt alles sammeln. Ich habe nämlich noch ein Buch, das rede ich jetzt mal hier mit dem Bibliothekar an. Nu, und dieses Buch enthält ein interessantes Monster. Oder geht um ein interessantes Monster. Der Text geht um Malicious. Manipulative, eine grausame, manipulative und hungrige Kreatur. Was? Sie mag sanfte und docile Souls? Ja, egal. Auf jeden Fall sucht sie meistens nach ziemlich verwundbaren kleinen Kindern. Oh, um sie zu verschlingen. Um sie natürlich nett zu behandeln, sagte er. Das Ende. Lass uns zurückgehen, deine Eltern besuchen. Ja, aber das hast du schon gewusst, oder, Bruger? Wir müssen das Zimmer deiner Eltern finden und reingehen, mehr nicht. Nee, ich glaube nicht, da kommt noch was. Frag mich, wo all die Monster herkommen. Aha. Ah, noch ein Buch in der Küche. Sehr gut. Ich habe mal die Wasserpistole jetzt mitgenommen, Leute, weil. Ich werde es euch gleich zeigen. Die Schlange irgendwo. Ich muss die Schlange finden, aber sie ist wohl nicht da, wie es aussieht. Aber ich könnte mit Mr. Bunny schlafen. Hoffentlich könnte es nicht die Schlange und frisst uns. Weil die Schlange, ich zeige es euch gleich. Das ist erstmal sehr gut. Erstmal Licht machen hier. Denn die Schlange, ich gucke mal die Bilder an. Und zwar, das haben wir schon gemacht. Wir haben ihn schon reingelassen, unseren Freund. Die Schlange können wir nass machen mit der Wasserpistole. Dann wird sie zu einer Socke anscheinend. Das Vieh mit den Beinen können wir wohl mit. Keine Ahnung, müssen wir Licht machen. Das in der Küche, den müssen wir die Sachen bringen. Habe ich schon gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Das sind eigentlich nur Hinweise, wie wir mit den Monstern umgehen können. Oh, die Kiste ist ja schon auf. Okay. So, ich gehe nochmal speichern. Dining Room. Und das hier weiß ich auch nicht, wie ich es aufkriegen soll, weil das ist ja noch ein Bild. Agrypnia. Ja, in der Küche gibt es, wie gesagt, noch ein Buch. Aber ich weiß echt nicht, wie ich da. Warte mal, ist das Essen fertig? Ah, mein lieber. Ja, mein lieber Schüler, das Essen ist noch nicht fertig. Okay. Hier mit der Blume zum Beispiel, seht ihr? Da ist noch ein Schlüssel drin. Guck mal, ob ich da irgendwie rankomme. Was? Violets! I kill you. Komm ich da nicht mehr rauf jetzt? Auf jeden Fall ist hier noch ein Buch. Das holen wir uns, das letzte. Kannst du mal da. Oh nein. Der Ekelhafte. Ich muss das letzte Buch jetzt haben. Ja, wir haben es gut. So. Jetzt gehe ich ganz schnell zur Bücherei. Und da haben wir alle Bücher. Mal sehen, ob das schon für ein Ende. Er wird nicht für ein neues Ende ausreichen, aber. Ihr wisst schon. Wird bestimmt irgendwas bewirken. So, ich werde nochmal speichern. Sicher ist sicher. Wie gesagt, ich muss hier die Schlange irgendwo erwischen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Ärgernis weniger. Bücherei. Und ich glaube, den. La 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 la, den können wir auch noch irgendwie. Oh, hör auf damit! Upsi. Hallo? Achso. Ist es ein Kochbuch? Ja, fast schon. Das ist die Biografie eines seltsamen Chefkochs. Er war ein großartiger Koch, aber die Singularität davon immer in der Dunkelheit zu kochen, hat zu einem seltsamen Gerücht geführt. Er nutzte fragwürdige Ingredienzien in seinen Rezepten, aber niemand hat sich jemals gewagt, nachzuprüfen, was es ist. Weiterhin haben die Menschen um ihn, was? Gab es verschwundenen, also die Leute sind verschwunden um ihn herum. Und niemand ist jemals aus seiner Küche zurückgekehrt. Vielleicht hat ihre Inkompetenz sie
zu der Liste der Zutaten hinzugefügt. Also niemand kam aus seinem Restaurant und fiel in, also was? Achso, niemand kam mehr in sein Restaurant und es versank in der es versank einfach in der Unbekanntheit oder im Oblivion. Oh, Literary, ich habe ein Achievement. Danke, dass du mir all die verschrottenen Bücher aus der Bücherei gebracht hast. In der Zukunft werde ich toleranter sein, was deine Geräusche angeht. Wenn du dich verloren fühlst, dann zögere nicht und komm zu mir und rede mit mir ab und zu. Was? Warum hast du deine Zeichnung zwischen meine Bücher gelegt? Es ist nicht der richtige Platz dafür. Das Monster auf den Treppen ist ein Problem. Hast du versucht... warte mal. Hast du nicht etwas in deinem Zimmer, das es daran hindert, herumzuwandern? Okay. Ah, ich sehe gerade die Zeichnung hier. Wow, wir haben eine Zeichnung zwischen den Büchern. Hier. Geil, 5 von 7. Welche ist das? Die hier. Ah, wir sollen eben viel in der Bücherei alle Bücher bringen. Das ist einfach. Haben wir ja schon. Die Puppe oben ist in ziemlich schlechter Verfassung, aber du kannst sie bestimmt reparieren. Ich denke, du behältst die Wasserpistole. Die kann dir das Leben retten gegen einen bestimmten Gegner. Ja, gegen die Schlange. Bewaffnet mit deiner Musikbox solltest du mit dem schlaflosen Gegner zu tun haben, umgehen können. Also der Olivenmann, ihr wisst ja. Du solltest länger auf dem Küchengemälde verweilen oder dir das ansehen. Wenn du was reparieren willst, dann brauchst du die Kiste im Büro deines Vaters. Aha. Was? Du brauchst Räder, um diese Puppe zu bewegen. Es wird schwer sein, welche zu finden. Soweit ich weiß, hat dein Rad... Oh, guck mal, genau, es hat... Mein Kart hat Räder. Aber... Was? Es wird dann unbrauchbar sein, wenn du sie abschraubst, die Räder. Also... Sei sicher, dass du sie nicht mehr brauchst. Suchst du nach Augen? Oder du suchst nach Augen? Das ist eine sehr seltsame Aufgabe. Vielleicht hat der Chef noch andere Oliven in seinem Repertoire. Okay, bewaffnet mit deiner Musikbox kannst du mit dem Gegner, mit dem schlaflosen Gegner umgehen. Okay, also ich soll irgendwas in meinem Zimmer haben, mit dem ich mit dem Biest auf der Treppe umgehen kann. Okay, ich verstehe. Und ich soll mir das Bild in der Küche länger ansehen. Vielleicht, es war ja dehydriert. Vielleicht kann ich da irgendwas mit der Wasserpistole machen. Oh, warte, ich muss mir noch alles angucken. Nicht, dass irgendwo die Schlange drin sitzt. Aber ich sag ja, ich muss die auf jeden Fall ansprühen, die Schlange. Mit der Wasserpistole, hat man auf dem Bild ja gesehen. So, Dining Room. Irgendwo ist sie drin. Den Wein brauche ich auch nicht mehr. Ja, ich muss das Kart dann zerstören, aber dann... Brauch ja Platz eigentlich, um was rumzutragen, ne? So einfach ist das nicht. Ja! So geht das also. Ein Drawer Key. Kann ich jetzt... Sehe ich Schlange irgendwo? Nee. Das Mal ist noch nicht bereit. Ach Mist. Hab ich grad... Oh, da ist sie. Ah, kein Wasser. Hab dich. Mein Schwachpunkt. Mr. Socko, wir haben Mr. Socko gefunden. Super, zumindest sollten wir jetzt etwas Frieden haben. Ja. Ich hab die Schlange abgesprüht, das muss ich mich schnell schlafen legen. Ah nein, ich kann nicht ohne Mr. Bunny. Ah. Oh, endlich ist die Schlange weg. Jetzt können wir ganz in Ruhe immer pennen und alles ist gut. Sehr gut. Sehr gut, Leute, wir haben's. So, jetzt haben wir schon mal das geregelt. Mach ich erstmal Licht an. Wir haben Mr. Socke. Für was ist die denn gut jetzt? Keine Ahnung. Aber ich glaube, die Wasserpistole können wir mal hier lassen. Hoffe ich zumindest. Hä? Kann ich Mr. Socke nicht aufheben? Nee, sieht nicht so aus. Ja, okay, dann,
machen wir denn jetzt? Also Mr. Socke war eigentlich nur das Monster. Das haben wir jetzt in Erfahrung gebracht. Das Badezimmer. Das ist auch nichts mehr, ne? Da kann ich nur die Wasserpistole auffüllen. Geschlossen. Ist das... ist das vielleicht hier oben? Der Drawer? Bei Dad im Büro? Oder kann ich jetzt auch wieder in den Keller? Ich guck erstmal oben und dann gehen wir runter in den Keller. So, jetzt können wir die Kiste. Warte mal, die Kiste. Warum ist die Kiste jetzt auf? Die war doch vorher... okay. Alles klar, also wir haben jetzt... was ist das? Ein Schraubendreher und... oh, in der Toolbox, aber ich brauch's jetzt nicht. Brauch das auch nicht. Warte mal, was ist das? Kleber! Kann ich den Kleber vielleicht... es ist, als würde die Statue mich beobachten, sagt er. Wir müssen... oh, 20 von 50. Wir müssen das Schlafzimmer deiner Eltern finden und reingehen. Ich speichere nochmal. Was sind seine Augen? Okay, wir legen das alles mal hier hin. Ja, die Couch sieht gemütlich aus. Ein kleiner Snickerchen. Okay, der Schraubendreher, den brauche ich auf jeden Fall fürs Kart. Und dafür kann ich dann... ja, das ist eine Puppe. Da ist der Liebenmann wieder, Leute. So, jetzt, ich habe mal nachgesehen, wie man ihn besänftigt. Und zwar muss ich dafür die Musikbox in die Hand nehmen. Und jetzt im richtigen Tempo spielen. Pass auf, wer kommt, spiel weiter. Kennt dieses Lied. Kinder müssen schlafen. Ich schlafe. A well-deserved rest. Er schläft. Ich hab's geschafft. Er schläft. Stör ihn nicht und er lässt uns in Ruhe. Wie gut. Hab keine Angst, alles wird gut. Oh, hier ist, Leute, wir haben den Nächsten jetzt. Wir haben den Nächsten. Jetzt haben wir eigentlich kaum noch was zu befürchten, außer dem Vieh aus der Treppe. Und hier im Lagerraum können wir auch noch nichts machen, der Puppenspieler. Wahrscheinlich braucht er die Puppe hier vollständig. Vielleicht nochmal auf den Dachboden? Ich will da nicht mehr hochgehen. Wir müssen uns zuerst mit dem Monster... was? Was? Wir müssen uns erst mit dem Monster beschäftigen vorher. Ach, der Puppenspieler hat das Monster oben gesteuert, der Sack. Wow. Okay, den Schraubenzieher nehme ich mal mit. Damit können wir das Kart ja auseinandernehmen. Na, die Puppe hat keine Haare mehr. Ich finde es super. Ich höre das Spiel eigentlich, also wie man so mit der Umgebung interagieren kann, und es bleibt alles so. So. Ja, wo kriege ich jetzt die... wie kriege ich jetzt die Augen von dem Teil? Sag mal. So. Da, du hältst eine Rose. Lass das alles mal hier liegen, was wir nicht brauchen jetzt. So. Was mache ich denn jetzt mit der Sockenpuppe? Ich gehe nochmal runter zum Bibliothekar und rede mal mit ihm. Lass die Musikbox mal mit für den Fall, dass das Vieh wieder kommt. Wer weiß, vielleicht brauche ich es ja nochmal. Ja. Ja. Zack. Zack, Sicht. Ich wette, den Keller können wir auch nicht mehr. So. Das ist unser Freund. Der rettet uns ja, wie wir wissen. Honey Risen. Ich will da nicht zurückgehen. Du hast recht, das ist zu gefährlich. Alles klar. Haben wir noch so ein Badezimmer? Ach, guck mal hier. Jetzt ist das auch offen vielleicht. Verschlossen. Hm.
Wir haben ja noch zwei Bilder fehlen noch, ne? Eins, zwei, ja. Guck mal, die Puppe, die hat noch ihre Haare. Das werde ich bald ändern, hoffe ich. So, was sagst du noch? Du brauchst Räder, um die Puppe zu bewegen. Ja, aber du hast nur welche an deinem Kart. Was haben wir noch? Suchst du nach Augen? Das ist ein sehr seltsames Ziel. Vielleicht hat der Chef noch andere Oliven in seinem Angebot. Hast du das Monster zum Schlafen gebracht? Vielleicht kannst du das mit dem Bild wiederholen. Ah ja. Das Monster auf der Treppe ist ein Problem. Hast du irgendwas vielleicht in deinem Zimmer, das ihn daran hindert herumzuwandern? Vielleicht Kleber? Ja, du brauchst Räder. Okay, das ist alles, was er sagt. Ruhe, er beobachtet uns. Oh, ich habe Good Advice 30 von 50. Hab keine Angst, alles wird gut. Ja, ja. Ob ich vor all diese Monster herkomme. So, jetzt kann ich vielleicht die Musikbox hier spielen. Geht was mit dem Bild? Ja, die Augen, seht ihr? Ich hab's geschafft. Geil, so, jetzt haben wir noch ein Bild. Das vorletzte Bild haben wir. Fantastisch. Und das war das hier. Musik soll ich spielen? Das ist der Olivenmann, das habe ich ja schon. Das fehlt. Und hier brauchen wir 4 und 6. Das Lego-Steine? Nee, und Sonne. XXX. Ja, wir die Bücher, das haben wir schon. Die Socke haben wir besänftigt, den Typen haben wir reingelassen. Da fehlt noch das letzte Bild und der hier. Was mache ich mit dem Typ hier? Essen ist noch nicht bereit, aber wie... Wie kriege ich das Essen denn bereit, sag mal? Ja. Was? Ich habe noch nie so ein Geschirr gesehen. Good Advice, 40 von 50. Das Messer ist ein bisschen zu scharf für meinen Geschmack. Welches Messer? Kann ich auch nicht benutzen hier, ne, das Zeug. Wir haben Dunkeln mit einem Monster kochen, was für eine gute Idee. Ja. Wie kriegt er das Essen bereit? Warte mal, jetzt habe ich eine Schüssel genommen. Ja, gut, das weiß es. Ich habe alles. Alle 50. Was mache ich denn jetzt noch? Kann ich vielleicht den Wein abgeben noch bei dem Vieh? Hier haben wir den Wein. Warte mal, was haben wir denn noch für ein... wir haben das Messer, wir haben ein Auge und wir haben eine Flasche. Okay. Kann ich ihm das, die Flasche geben? Die Flasche Wein? Nee. Die Flasche Wein mal hier hin. Ja, jetzt muss ich gucken, wie es weitergeht mal wieder.
Er schläft. Was ist denn das letzte Bild? Vielleicht kann es der in der Bücherei nochmal Bescheid geben, wo das letzte Bild sein soll. Hier nochmal speichern und dann mal gucken. Ich glaube, die Wasserpistole brauchen wir auch nicht mehr. Es gibt ja noch Türen, die wir nicht geöffnet haben. So, was sagst du denn? Du hast noch Augen, vielleicht hat der Oliven in seinem Stock. Ach, na gut, ich gehe nochmal in mein Zimmer. Ich habe da bestimmt irgendwas übersehen. Es muss doch was geben, was ich bei dem Monster benutzen kann auf der Treppe. Immerhin, das sieht halt aus wie Legosteine. Hier. Könnten aber auch Tabletten sein. Also, pff. Aber es hat keinen Mund. Dementsprechend muss ich wahrscheinlich Legosteine hinwerfen, weil in Legosteine treten tut ganz schön weh. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. So, die Schere brauchen wir wohl nicht mehr. Das Badezimmer, ja, haben wir. Mal Licht anmachen. Vielleicht ist in der Kiste was, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wow, das sind Lego-Steine. Okay, ich habe es mir schon gedacht. Ich habe sie gerade gesehen. Okay. Der Olivenmann schläft. Es ist halt voll doof, wenn das Licht jetzt immer an wäre. Könnten wir die Taschenlampe eigentlich locker hier lassen, dann brauchen wir die gar nicht mehr. Aber nein, wir brauchen sie noch. So, pass mal auf, dann nehme ich den Besen jetzt mit. Lass die Musikbox mal hier. Ich den Besen nämlich später wieder mitnehmen. So. Ich die Lego-Steine hab. Müssen wir die einfach auf die Treppe werfen oder wie sieht's aus? Das ist wahrscheinlich ein bisschen zeitkritisch, deswegen muss ich da schnell sein. Und ansonsten, vielleicht muss ich der dritten Puppe ja auch noch die Haare abschneiden. So, just for the lulz. Ja, ich hab sie, die Lego-Steine. Die Bricks. Bricks will be shed. So. Alles klar. Da haben wir das. Ich hoffe, das geht jetzt irgendwie. So. Ja, und dann haben wir die ganzen Monster befriedet und weiter. Da ist die Puppe. Warte mal. Ich mach mal die Schere. Und schneid auch ihr die Haare ab. Vielleicht gibt's ja wenigstens ein Achievement dafür. Bin gespannt. So. Puppen. Yeah. Da sitzt sie. Freut sich noch des Lebens. Ja, ja, komm. Weiß ich doch. Aha! Hairdresser! Ich hab ein Achievement bekommen dafür, dass ich alle Haare abgeschnitten habe. Geil. So. Jetzt noch die Bricks. Die Musikbox. Schraubendreher, Kleber. Wie kriege ich die Augen? Ich weiß es nicht. Ich lasse die einfach mal liegen. Park hier! Wow, der Schrei, ne? Der war so aus der Retorte. Kommt jetzt nicht mehr, das Monster? Es kommt nicht mehr. Oh. Perfekt. Leute, dann brauchen wir den Kart ja gar nicht mehr für die Treppe runter. Beziehungsweise, ja, wir brauchen eigentlich schon alles, ne? So, ich werde auf dem ersten speichern und jetzt mache ich einfach mal die Räder ab. Na? So, wir haben die Räder. Nicht zählt, was? Oh, wir haben die Räder festgeklebt. Kann ich mehr Zeug nehmen? Ach nee, komm. Ich muss nochmal laden, Leute. Ich brauche jetzt die Augen. Wow, da sind die Augen. Die Oliven. Es war so einfach die ganze Zeit. Na gut, dann gehe ich mal wieder hoch. Alles klar, wir sind wieder da.
Und ich habe die Augen. Es hat keine Beine. So, sehen wir das. Und... ja, hinten nicht zählt. Perfekt. Alles für das hier. Vielleicht können wir jetzt endlich zu deinen Eltern? Nee. Können wir nicht. Jetzt nehme ich erstmal die Puppe hier rüber. Und hoffen einfach, dass das Ding uns jetzt nicht killt da drin. Und vielleicht kriegen wir hier das letzte Bild her? Ich weiß nicht, der Puppenspieler. Achso, das ist mein Zimmer, ist verschlossen. Wir kommen schnell, bevor das Licht ausgeht. Ja, töte uns nicht. Raus, ja, geht los. Was? Was hast du da bei dir? Ist das eine neue Puppe? Eine neue Puppe! So eine habe ich da niemals gesehen. Wo hast du sie gefunden? Wir haben das Ding selber gemacht. Ja, ganz alleine, wie ein Erwachsener. Ich denke, du solltest damit nicht so angeben. Würdest du dir was ausmachen, sie mir zu geben? Ich habe eine große Kollektion im ganzen Haus. Wunderschöne Puppen aller Größen. Aber ich habe so eine noch nicht. Haben wir bemerkt. Sie folgen Bruga die ganze Zeit. Ja, das war nicht sehr nett von dir. Ich gebe dir meine Puppe, wenn du aufhörst. Ja klar, es tut mir leid, ich höre sofort damit auf. Ich verspreche es. Das ist das neue Meisterstück meiner Sammlung. Okay, Handyman und Safe Zone haben wir ausgespielt jetzt. Ich denke mal, wir haben ja jetzt alle Monster befriedet, beziehungsweise den Puppenspieler. Vielleicht können wir jetzt in den Keller, nochmal da, wo die, wo die Puppe uns verfolgt hat. Vielleicht hat sie jetzt aufgehört, was wir gesagt haben. Er soll das bitte sein lassen. Wir wollten ja erst nicht in den Keller gehen. Wegen den Viechern, die uns verfolgen hier. Aber das ist jetzt die, die wir los sind auch unter anderem. Vielleicht ist im Keller ja noch was zu finden. Ich bin gespannt. Und wenn nicht, gehe ich nochmal zum Librarian da, zum Büchereigeist. Oh wow, guck mal, ich sehe gerade, wenn ich das nicht anleuchte, sieht man das Vieh ohne Beine hier. Seht ihr? Es ist ein bisschen düster, aber man sieht es, glaube ich, ja. Das ist ja witzig. Cooles Detail. Und hier ist der, den wir reingelassen haben, unser Freund. Oh, ich kann. Ja, gut. Ich habe überlegt, ob ich speichern soll. So, finden wir hier irgendwas? Kann ich vielleicht irgendwas wegschieben? Ja, da ist aber nichts. Das ist wieder eine Puppe. Die Kiste können wir gar nicht öffnen. Alles klar. Wow. Irgendwas muss hier zu finden sein. Wenn wir jetzt unsere Ruhe haben hier, ist es eigentlich nur logisch. Spiegel? Nee. Ne, können wir auch nicht schieben. Irgendwas muss hier sein. Ich sehe doch das Bild, ja. Ja, da ist es doch. Ja, nimm's. Und was haben wir? Scribble. Ich habe 7 von 7 Bildern. Der Büchereigeist, da der Lego, der Olivenmann, der in der Küche, der Puppenspieler. Er braucht 3 Puppen, dann ist er fröhlich, oder was? Hä? Ja, und jetzt? Haben wir alles? Das sind die ganzen Puppen hier von dem Puppenspieler. Hat aber ganz schön viele, ne? Da ist der Koch wieder. Oh, ich brauche die Taschenlampe. Warte mal, ich guck mal, kann ich mit dir reden? Essen ist immer noch nicht fertig. Kann halt nicht. Ich wollte es eh nicht essen, um ehrlich zu sein. Cool, da haben wir soweit alles. Nochmal speichern gehen. Soll ich es versuchen? Da gab es aber noch die Kiste, die nicht aufgegangen ist. In unserem Schlafzimmer. Schlafzimmer haben wir aufgemacht. Es gab noch eine Schublade im Bad, die wir nicht geöffnet hatten. Und. Oder? Hier. Ist verschlossen. Ich gehe mal zur Büchereivieh. Ich werde nochmal speichern vorher. So.
Ah, der Tag wird bald schon anbrechen und es ist Zeit, deine Eltern zu sehen. Also haben wir jetzt alles gemacht und das soll dann vielleicht jetzt das richtige Ende werden, oder? Also die Monster sind alle nett in Wirklichkeit. Das ist die Moral, oder wie? Die sind nur missverstanden, ja. Alles, was kleine Kinder frisst, ist nur missverstanden. Die sind in Wirklichkeit super nett. Na dann. Ja. Dann gehen wir mal zu den Eltern. Vielleicht passiert ja was anderes jetzt. Da, endlich sind wir hier. Dad, Mom? Dad, wo seid ihr? Du hast mir nicht immer zugehört. Aber nach allem sieht deine Seele endlich richtig lecker aus. Warte, nein, hilf mir jemand. Der Puppenspieler ist nicht da. Also der mit den Schatten spielen. Nein, eigentlich vergiss es. Hä? Eigentlich war es ein ziemlich spaßiges Abenteuer. Ohne dich wäre es langweilig. Es sieht irgendwie aus, als hättest du dich an Bruga gewöhnt. Das Kind hat mich zum Einschlafen gebracht. Ich wollte schon so lange schlafen. Es hat mir Materialien gegeben, um einen neuen Körper zu bauen. Ah, deswegen die Steine. Bruga hat mir eine neue Puppe gegeben. Es ist ein sehr nettes Kind. Also, sie sind sehr nett und sie haben mich gegrüßt und haben mich in ihr Heim gelassen. Und vergessen wir nicht seine Talente als Sous-Chef. Ihr seid uns also hierher gefolgt? Gut, ich habe meine Meinung geändert. Wir werden einfach vermisst. Wir vermissen Mr. Socko. Super, und da ist noch ein Bild. Vorsicht, er hat was auf den Boden fallen lassen. Ein Papier? Mit einer Zeichnung darauf. Okay, das ist der Puppenmann, der braucht eine Schere, Papier und eine Lampe. Und ich habe alle Zeichnungen. Bruga, diese Zeichnung, ist sie von dir? Nein, mein großer Bruder hat sie gemacht. Du hast also einen Bruder? Ich sehe, das erklärt eine Menge. Hä? Du wieder? Ich bin auch nicht froh, dich zu sehen. Du willst deinen Schrank nicht mit mir teilen, also habe ich ein anderes Versteck gefunden. Noch einer, als wären wir nicht schon genug hier. Hey, ich war zuerst hier. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht, was machst du denn hier? Ich hatte nur Spaß mit den Schattenpuppen. Bis ihr reingekommen seid, könnt ihr irgendwo anders diskutieren, das wäre nett. Auf diesem Weg könnte ich, mein Zeug in Frieden hier machen. Meine Papierpuppen, die Papierpuppen, sie sehen aus wie Mom und Dad. Also hat dieser Typ dich davon überzeugt, dass deine Eltern hier sind? Dieser Nonsens hat so viel Ärger bereitet. Naja, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Dad, Mom! Mach dir keine Sorgen, Bruga, ich bin sicher, deinen Eltern geht's gut. Die scheinen nicht hier zu sein. Ich weiß nur, dass sie nichts aus dem Kühlschrank genommen haben. Ich weiß nur, dass sie nicht durch die Fenster gesehen haben. Wir haben das ganze Haus abgesucht. Entspannt euch, wir haben nicht alles untersucht. Es gibt noch eine Tür. Oh ja, die Tür im Korridor. Aber sie ist immer noch verschlossen. Dieses Zimmer. Würdest du mich alleine lassen, wenn ich es für dich öffne? Ja, ich verspreche es. Okay, dann lass uns gehen. Weißt du, ob die Eltern des Kindes dort sind? Vielleicht ja, vielleicht nein. Lass uns das herausfinden, dass ich endlich mal den Frieden haben kann. Ich hab Mr. Socke dabei. Warum ist die Decke so niedrig? Du bist einfach nur zu groß. Waren nicht mehr von uns hier vorher? Der Koch wird vermisst. Ich bin genau hinter euch. Ich kann das Licht nicht aushalten. Da sind wir. Ich öffne die Tür. Ah, das ist mein Zimmer. Was meinst du, dein Zimmer? Meine Eltern sind auch nicht hier. Wir haben überall gesucht. Aber es ist so wichtig. Da ist noch etwas anderes Wichtiges. Noch ein Bruga? Hey, das bin ja ich. Die teilen sich oder sie verdoppeln sich. Das erklärt eine Menge. Sie sind ein gutes Kind. Sie schlafen tief und fest. Hier ist noch eine Zeichnung. Was ist es dieses Mal? Ah. Also was ist drauf? Warte, warum verschwindet Bruga? Werde ich zum Geist? Was? Nein. Endlich kommt alles zusammen. Wir hatten nur einen Albtraum, richtig?
Oh, es schwebt immer noch in der Luft. Mr. Bunny, Mr. Socke, passt auf die anderen auf für mich, okay? Das hat irgendwas im Mund. Das sieht aus wie eine Tapete voller Augen. Warum ignorieren sie uns? Sie haben das Bild genommen und sind gegangen. Einfach so. Ist es vielleicht, weil wir jetzt kein Kind mehr sind und nicht mal den Quatsch glauben, oder was? Es ist nicht so, als würden sie das tun. Versteht ihr alle nicht? Nein, wirklich nicht. Nicht alles. Also kein bisschen. Das andere Buch und die Geschichten. Die Zeichnungen des Bruders. Und ihre eigene Existenz. Alles ist verbunden. Was bedeutet das? Was bedeutet, dass Brugers Bruder Geschichte, also Bilder malt von den Stories, die er liest? Und diese Geschichten, also diese Bilder haben sich materialisiert. Wir sind einfach nur magisch aufgetaucht. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Wenn nicht unmöglich. Wir sind nur Kreaturen, die aussehen wie Menschen. Wir sind Kreaturen, die nicht mal wie Menschen aussehen. Bruger und sein Bruder. Ist das nicht ziemlich magisch für euch? Ja, vielleicht sind sie die seltsamen Typen. Alles klar, erinnert ihr euch an eure Geburt? Persönlich habe ich keine Erinnerung daran. Jetzt, dass du es sagst, ich habe auch keine Erinnerung. Also sind wir nicht real? Nein, unsere Existenz ist real, aber wir sind in einer anderen Dimension gefangen. Wir müssen in einer Traumwelt sein. In einer Traumwelt? Aber du hast gesagt, wir wären real. Das ist ziemlich widersprüchlich. Meine Gedanken. Als Bruger aufgewacht ist, waren wir nicht in seinem Traum. Andererseits würden wir ja hier eine einsame Unterhaltung führen. Wir könnten irgendwo gefangen sein in jemandes Traum, in einem Ort zwischen Realität und Einbildung. Bla bla bla. Was sicher ist, dass die reale Welt direkt vor unseren Augen ist. Dass Bruger gegangen ist, ist nicht Teil des Traums. Aber es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass die zurückkommen und wieder ins Bett gehen. Ich habe die perfekte Lösung, um wieder zurückzukommen. Seht euch das an. Am nächsten Abend. Was? Es hat super funktioniert. Die haben sich die Zähne geputzt, viermal. Letzte Nacht viermal. Ich meine, meistens essen sie die Zahnpasta. Tante, ich habe so viel besseres Essen für sie. Dein Unvermögen zu intervenieren hat uns aufgeweckt und zeigt, dass unser Einfluss auf die reale Welt limitiert ist. Aber wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, Dinge zu tun. Und diese Dinge müssen Konsequenzen haben. Die Zahnpastatube ist wahrscheinlich jetzt schon leer. Hä? Ich verstehe es nicht. Was soll das jetzt? Es gibt keine Zahnpasta. Ja, wie sie sagten. Ich verstehe es nicht. Sollen wir jetzt zu unserem Bruder oder was? Oder zu unseren Eltern? Die Bilder sehen jetzt auch ganz normal aus, seht ihr? Und der Dachboden ist auch wieder ganz normal. Ein Gruseldachboden. Papa ist auch nicht im Büro. Offensichtlich, nein. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Also klar, es war ein Traum, aber warum musste dieser lange Epilog jetzt noch sein? Warum nicht einfach sagen, hey, es war ein Traum, alles gut. Auch niemand? So eine lange Treppe das auch ist hier. Immer noch diesen komischen Anzug an. Ach, guck mal, jetzt ist die Treppe auch nicht mehr so lang. Das war es nur im Albtraum wahrscheinlich. Dad, Mom! Bruger, wie geht's dir, mein Lieber? Wir waren einkaufen. Ich hoffe, du hattest nicht so sehr Angst alleine. Es ist okay, die Monster haben mir geholfen.
Die Monster? Ah, da ist die Bilder deines Bruders gefunden. Wir werden ihn später im Hospital besuchen. Dann kannst du ihm von deinen Abenteuern berichten. Was? Er ist im Krankenhaus? Ja. Oh. Oh, wie schön. Endlich hast du deine Eltern gefunden. Das ist ja nett. Okay. Baumgartner Julien. Schachner Beledope. Okay, das war ziemlich kurz jetzt. Comics, Game, Art, Animation. Warum nennen die sich eigentlich zuerst mit Nachnamen? Buga sagte, dass die Bilder seinem Bruder gehören. In der Tat. Ich erinnere mich an den Jungen, der war ziemlich nett. Oh. Also, ja, wir haben uns da schon mehrmals drüber geeinigt. Er ist der beste Schüler und Buga hat einen guten Job gemacht. Die zwei Kinder sind ziemlich ähnlich. Ich hätte denken müssen, dass sie Brüder sind. Aber wo sind sie hin? Ich habe ihnen schon eine Weile nicht folgen können. Ebenso, ich habe fast schon komplett vergessen, dass sie da sind. Ich hoffe, ihnen ist nichts passiert. Okay, das war's. Das gute Ende. Ich habe das gute Ende schon. Naja, Leute, das war Odela. Ich habe es nicht verstanden mit den Monstern jetzt, aber ist ja auch egal. Es war ziemlich komisch, abrupt und alles. Aber ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder zu was anderem mit Grusel- und Horrorgeschichten. Ich bin der Bruga und wünsche euch was Schönes. Gruselt euch fein. Bis dahin. Ciao.